Tut mir leid, dass ich Ihnen nichts von der Babykiste erzählt habe. Aber das können wir später besprechen. Nein, ich war nicht mal sauer auf Jordan. Nein? Nein, ich hatte bloß unglaublichen Schiss, weil ich fest davon überzeugt bin, dass ich ein absolut miserabler Vater sein werde. Sie? Ich bitte Sie, Sie werden ein grauenhafter, ich meine fabelhafter Vater sein. Zum Beispiel gestern haben Sie uns völlig zu Recht die Strafpredigt gehalten. Oder damals, als Sie mir gesagt haben, ich wäre nicht der mieseste Arzt der Welt. Du meinst vor 8 Sekunden? Sie ahnen ja nicht, wie viel mir das bedeutet hat. Ich sagte, ich fange an zu glauben, dass du nicht der mieseste Arzt der Welt bist, aber da kann man nie sicher sein. Ich habe diese Vermutung nicht ausreichend geprüft. Aber Sie sind immer da, wenn man Sie braucht. Ich glaube, Sie haben diese Vaternummer im Blut. Wissen Sie, warum ich nicht nach Hause gehe, Dr. Reed? Weil ich es nicht verpassen will, wenn Sie hier zusammenbrechen und einen Weinkrampf kriegen. Und da kullern die großen Tränen schon, große, dicke Tränen der Verzweiflung. Wenn Sie Ihre Tochter wären, dann würden Sie es ihm jetzt geben. Völlig ungeeignet sind. Mein Gott, du hast recht. Du machst das hier gut, Barbie. Danke. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich fahre jetzt zu meinem Sohn. Darf ich mal rufen? To my brilliant feet. Glaub mir, voll auf die Nase. Ja, genau. Darüber wird wohl noch zu reden sein.